Hallo Freunde, es wird wahrscheinlich sehr laut sein hier. Der Fluss hat Hochwasser bzw. mehr Wasser wie sonst. Und ich wollte euch bloß mal zeigen, dass es sich lohnt, ab und zu mal bei Hochwasser oder Meerwasser den Fluss zu beobachten, wo da die Ruhezonen sind, wenn er mehr Wasser hat. Das wird meine nächste Baustelle und dorthin wird es mich als nächstes verschlagen. Hallo, willkommen zurück. Hinter mir ist die Ruhezone, wo ich vorher gezeigt habe. Hier werde ich ausgraben, ihr habt das schon mal prospektiert. Schaut vielversprechend aus. Die Rinne habe ich diesmal Goldblitz und Bavaria gewählt, weil die Strömung hier ziemlich ungestüm ist und sonst muss die ziemlich weit laufen hier. Mit dem Material und ich will es direkt schaufeln. Direkt neben dem Loch. Mal schauen, ob das so funktioniert, wie ich mir vorstelle. Noah ist bereit. Apropos, heute ist Vatertag. Mal schauen, ob es eine kleine Überraschung gibt. Wir sehen uns. Also wir haben uns jetzt beschlossen zu sieben, weil die Rinne ziemlich beschissen läuft. So Freunde, der erste Eimer ist durch. Beim zweiten werde ich auf jeden Fall die Rinne versetzen. Die kommt dann weiter darüber hierher, weil durch die Verwirbelung hier keine Chance. Die läuft so beschissen wirklich und das nervt mich nur. Da laufe ich lieber ein bisschen weiter. Ich sag kein Wert. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da Gold drin ist. Und wie gesagt, ab dem zweiten Eimer kommt die Rinne hierher, baue ich einen kleinen Damm, dass sie ordentlich läuft. Das nervt mich tierisch. Also, Cleanout Nummer 1. Metall ist oben schon mal drin. Sehr, sehr viel Metall drin. Aber noch kein Gold. Ich meine, es verwundert mich auch nicht bei der Strömung. Jetzt hoffe ich, dass da in meiner Snows noch was drin ist. In dem Fall Nummer 2.
ganz wenig Black Sand. Kein Gold. Nächster Versuch. So Freunde, jetzt geht es ganz traditionell weiter. Nur Bavaria mit einem kleinen Staudamm. Und die läuft ziemlich ruhig jetzt. Jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. So, einmal Nummer 2. Das ist jetzt aus einer Tiefe, wo ein richtig schönes, verbackenes Bachbett kam. Vielleicht sieht man die Steinchen. Die Rinne läuft nicht optimal, aber auf jeden Fall viel besser wie vorher. Weil der Bach ziemlich wild ist, also da kommen überall so Wellen rechts, links reingepeitscht. Ist ganz schwierig zum Stellen hier. Aber es geht. Ah, ich sehe schon was. Da spitzelt schon einer raus. Bedeuten mehr Black Sand Anteile. Aber ist halt für so einen riesen Kübel. Ah, doch, 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 da kommen noch mehr. Gold ist auf jeden Fall da. Das ist jetzt nicht eine Riesenmenge, aber es ist auf jeden Fall da. Die Rinne arbeitet wunderbar. So kann es weitergehen. So, jetzt kommt Rinne Nummer 3 oder einer Nummer 3.
Ja, da kam jetzt nur noch sehr, sehr feines Gold. Muss ich mir doch einen anderen Spot suchen. Ich habe an dem Stein schon mal außen rum gegraben, habe gut Gold rausgekriegt. Jetzt habe ich gedacht, in der Ruhezone ist das gleiche, aber schaut nicht so aus. Also direkt am Stein war es besser. So Freunde, wir beenden die Szene hier. Wir werden jetzt die ganzen Steine wieder ins Loch verfrachten. Also so unruhig ist die Strömung hier. Seht ihr ja. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Und hier ist zu wenig Strömung, beziehungsweise die Kiesbank zu hoch. Also erschwerte Bedingungen hier, aber wir haben es nur hingekriegt, die Rinne ist gut gelaufen, aber es war einfach zu wenig Gold hier. Ich habe damals hier direkt unterhalb an einem Stein gegraben und richtig gutes Gold gefunden. Und habe gedacht, hier in dieser Ruhezone wird auch noch gutes Gold liegen, aber schaut nicht so aus. Leider, leider. Vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich. Hört immer auf euer Bachgefühl. Ciao. Diesmal hat es mich getrübt, aber trotzdem, ich gebe nicht auf. Ciao, ciao. Wir sind die Bachbuddler, weil wir im Bach buddeln und die gelben Flitter aus dem Bach schmuggeln. Wir sind die Bachbuddler, weil wir im Bach buddeln und die gelben Flitter aus dem Bach schmuggeln. Von der Innenkurve nehme ich jetzt Material, schwenke es in der Pfanne horizontal, vertikal. Das, was ich hier jetzt mache, nenne ich probieren, in der Fachsprache prospektieren.